wunderschönen guten Morgen hier aus Nongri. Heute ist Freitag. Heute fahren wir erstmal nach Chenggu Island, das sogenannte Prison Island, wo wir das alte Gefängnis von Sansibar besichtigen werden, riesen Landschildkröten sehen werden, die ein Geschenk waren, aber dazu später mehr. Und wir fahren auf die Nakupenga Island, beziehungsweise auf eine Nakupenga Sandbank. Dazu müssen wir jetzt erstmal alles packen und gleich geht's los. Außerdem gucken wir uns die Altstadt Stonetown an. Stonetown ist die Hauptstadt von Sansibar, ist sehr schön mit sehr alter Architektur, vielen Leuten, und da hilft uns Rosie weiter. Wenn euch die Tour gefällt, Rosies Kontaktdaten sind in der Beschreibung unten. Ihre WhatsApp-Nummer, wenn ihr mal auf Sansibar seid, schreibt sie gerne an. Und wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. This one's for my wife, could've left 1,000 times just by my side. This one's for the grind, I knew it would happen, just had the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy. It's hard to get over, I'm falling in the spot, but I'm fully devoted. I don't take it for granted. So, unser Boot ist da, das bringt uns jetzt nach Chenggu. Mit diesem Boot. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gebraucht und jetzt gucken wir das mal an. Schildkröten, die wir hier vorhin gesehen haben, die sind eigentlich ein Geschenk von dem seychellischen König damals gewesen an den König von Oman, der halt natürlich hier seine zweite Hauptstadt hatte, in Muscat. Also es gab eine Zeit um 18. Jahrhundert, wo Oman von zwei Hauptstädte hatte, und zwar Muscat und Sansibar, also Stonetown. Es waren damals 4 Landschildkröten, die hierher gebracht wurden, und natürlich jetzt haben sie sich vermehrt und jetzt sind es einfach 150, und die älteste Landschildkröte ist einfach mal schon 180 Jahre alt. Die Gefängnisinsel, die nie als Gefängnis genutzt wurde, erbaut von den britischen Besatzern damals. Der Plan wurde ein bisschen ruiniert, und zwar durch das Gelbfieber. Als das Gelbfieber ausgebrochen ist, wurde diese Insel als Quarantäneinsel für die Einwohner Sansibars genutzt. Also es war nie ein Gefängnis, hier war noch nie ein Gefangener. Das war's von der schönen Insel Prison Island oder Chenggu Island. Ziehen hier Schuhe aus. Jetzt gucken wir uns natürlich die Hauptstadt an, also Stonetown. Und bevor wir das machen können, müssen wir erstmal eine Runde mit dem Boot fahren. Also los geht's. Everything at the office, it is there. There was no bedroom. Yeah,
So why it was called House of Wonder? Look down my fist. Number four in one hole. It's number four and number one in one hole. But never mistake here, bro. Yeah, because if you jump like this, you see this hole? Yeah. If I jump here, I mean like I step this, I leave this hole here. Yeah. That means here there has been can be no thread here. Yeah. Can make a reject in my fabric. Schaut euch mal den Ausblick an. Hier kann man noch einen Kaffee trinken, oder? So, wir sind wieder am Strand nach einer wunderschönen Tour hier und jetzt geht's nach Nakupenga Island. Zum Glück muss ich nicht arbeiten, Alter. Und da sind wir auch schon wieder im Hotel nach einer wunderschönen Tour mit Rosie, wie gesagt. Also wenn ihr auf Zanzibar seid, schreibt sie gerne an, um eine Stonehenge-Tour zu machen, um auf Nakupenga Island zu fahren oder einfach zu Canggu Island zu fahren, also auf die Prison Island. Die Stonehenge Tour war einfach sowas von informativ. Wir haben sehr viel über die britische Besatzung, über die portugiesische Besatzung gelernt. Wir haben natürlich auch Einblick in die Geschichte von Oman erhalten, was wahrscheinlich unser nächstes Reiseziel wird. Und ja, also wenn was ist, dann schreibt Rosi an. Ihre Nummer ist auch in der Beschreibung. Sule, unser Taxifahrer, hat uns sicher dahin gebracht. Wenn ihr in Nungwi seid oder Umgebung, dann schreibt ihn auch gerne an. Der macht euch einen guten Preis, wenn ihr sagt, dass ihr von mir kommt. Also viel Spaß und vielen Dank, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Im nächsten Video fahren wir vor die Privatinsel von Bill Gates, also Member Island. Wir feiern meinen Geburtstag. Wir tauchen.
bisschen Wassersport ist auch dabei. Also, um das Video nicht zu verpassen, abonniert doch diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich das nächste Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.